Und damit Servus und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Teil von Ghost Whisperer. Wir gehen wieder in die Notaufnahme, die haben wir beim letzten Mal freigeschalten. Melly ist auch am Start, sie knuspert wieder mal fleißig an der Reiswaffel. Mit Schokolade natürlich, muss immer bei Melly. Und ja, wir schauen mal, was steht denn hier alles so. Okay, gut. Aber okay, ja. Mehr fällt dir nicht ein, ja? Ja, natürlich. Denkst du, ich habe sonst nichts zu tun, oder was? Ist das nicht deine fucking Aufgabe, dich um Leute zu kümmern? Sind wir angestellt, oder was? Ich sollte versuchen, das Leck abzudichten. Wir haben doch medizinisch gar keine... Lecken eigentlich? Leck. Niemand, nichts lecken. Da Leck. Ja, mit einem Klebeband. Fertig. Was haben wir denn im Inventar? Ach hier, genau, da können wir hier dieses Flickset vom Fahrrad nehmen. Ich bin mir sicher, das hält wundertastisch. Ich weiß nicht, wie sich das bei Flüssigkeiten verhält. Aber ist halt egal. Elefant gefunden. Na, ist super. Ein Elefant. Ja, bestimmt ist das gefährlich. Dann wischen wir doch die Pfütze weg. Mit deinem Gesicht. Melly hat jetzt einen Schwamm genommen, ich hätte es jetzt anders gemacht. Aber ist ja legitim, ne? Ja, der Fleck ist doch trocken. Was für ein System. Ach so, das ist kaputt. Ja, doch, blinkendes Licht. Das Stromkabel muss ersetzt werden. Man könnte es auch einfach erstmal anstecken. Das Strom muss... Alter, sind wir irgendwie Haustechniker oder was hier? Aber schau mal, man könnte auch einfach erstmal anstecken. Ja, ja, das wäre auch mal nice, ja. Ja, wir haben keine Stromkabel, meine Liebe. Das reicht, oder? Ah ja, okay. Oh, da, Gesundheit, da ist ein Schlüssel, Oh, guten Morgen. Oh Gott, man weiß gar nicht, wo man als erstes hingehen soll. Ich bin zurück, alles in Ordnung. Hallo, er kann euch hören. Flüssigkeitsaufnahme. Oh mein Gott. Ja, kannst schon weitermachen. Ja, ich höre auch, dass unsere Leute das lesen. Ja, die Leute machen Pause. Was ist nun passiert? Darf ich noch den Schlüssel mitnehmen? Ja, bitte. Jims so. Schlüssel. Alter, junger Mann. Wie geht's denn dir? Kann man mit dir reden? Sehr gut. Du bist ewig dankbar. Komm gern darauf zurück. Ja, in 20 Jahren fragen wir dich nochmal, wenn wir ein bisschen Geld brauchen. Bist du immer noch dankbar? Kannst du von einer Urne zur Karte zurückkehren zu müssen? Versuche es einmal. Ja, ich versuche es. Hier gibt es einen nützlichen Gegenstand. Oh, Teddybären, so süß. Alles klar, typisch Frau. Oh, Teddybär! Frage Mr. Topper, was passiert ist? Ist der schon wieder daheim? Aber oder? Ich muss mal kurz zurückgehen, weil hier gibt es einen nützlichen Gegenstand. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Ein nützlicher Gegenstand? Eine Heckenschere. Okay. Offenbar helfen es diese freundlichen Geister. Ja, um diese Viecher da wegzu... Welche Geister denn bitte? Können wir hoch? Oh, jetzt können wir hochgehen. Sehr Hallo, schön. Hallo, Mr. Topper. Das ist alles sehr auf Kinder ausgerechnet, ne? Ich muss die Enden ein wenig richten. Haben wir eine Zange? Nee, oder? Wir haben ein Feuerzeug. Feuerzeug wird, glaube ich, nichts bringen. Wie kannst du probieren, aber... Anpassen? Ja, normal hätte ich gesagt, ein bisschen zurechtbiegen, aber... Das sieht nicht richtig aus. Vielleicht, ja... Eigentlich bräuchten wir so eine Zange zum Abschalten. Und Schalter brauche ich auch noch. Eieieiei. Naja, dann geht's eh noch nicht. Sieht aus wie so eine Kindertagesstätte hier, dieses Haus, weil alles so mit Spielzeug voll ist. Ich muss diese Würfel aus dem Weg räumen, bevor ich den Rest des Hauses gucken kann. Dann mach das bitte. Ja, sie ist zu klein. Ist mir egal. Auch kleine Leute können was anheben. Oh, sie macht sich so. Nein, hat sie nicht. Ja, ich merke er auch, sieht er die Geister, oder? Ja, ich glaube schon, ja, dass er Geister sieht. Nein, so... Ach, du verstehst es nicht. Ich finde, das ist
Ich finde die Wohnung schön. Ein Schmetterling. Ein Smetpo. Das ist eine Überleitung zu unseren Pokémon-Let's Plays. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann schaut sie euch an. Sonst bringt es euch 7 Jahre Pech. Nein, aber es macht wirklich sehr viel Spaß. Also. Ja, es macht euch glücklich. Es wird euer Leben bereichern. Genau wie dieses kleine Ei hier. Was haben wir denn noch hier? Okay, dahin liegt was, was ich gerade irgendwie anders gedeutet habe. Das sage ich jetzt mal besser nicht. So, ach, da ist die Aubergine dahin. Was ich als was anderes gedeutet habe. Wo ist denn die Honigwabe? Die muss doch irgendwo hängen, oder? Irgendwo. Ach, da ist sie. Im Busch hier. Von dem Lichtstrahl da verdeckt. Eine Eidechse. Weg mit dem Busch. Eidechse, ja. Mit dem Busch. Wo ist die Eidechse? Ah, die ist da. Oder? Nee, das ist ein Frosch. Ach nee, das ist da vorne aus dem Kopf. Halskette. Halskette ist. Da oben. Im Gebüsch. Da kann man auch nur wieder sagen, weg mit dem Busch. Zwei Gegenstände wurden im Inventar abgelegt. Ah, ich habe die Zange. Ah, die Zange. Sehr gut, sehr gut. Wir machen Fortschritte. Durchsuche Gretas Truhe. Ich weiß ja nicht mehr, wo die ist. Was, wir brauchen keine Vorlage. Ach komm. Was denn für eine Vorlage? Du brauchst keine Vorlage. Schneid einfach doch los. Wir können ja auch erstmal reingehen zur Eisenbahn. Vielleicht bringt uns das weiter. Weil... Ja, weiter. Gut, durchsuche Gretas Truhe, finde den Schalter. Ja, so, okay. Ein Dominostein. Ich habe ihn gefunden. Kriegt 10 Euro. Fotos hier. Wo ist denn der Road der Rose? Da unten ist sie. Eine Schleife. Wo haben wir da? Ist eine Schleife. Eine braune Motte. Eine braune Motte. Motte, wo bist du? Da. Ach Gott. Du müsstest es doch eigentlich wissen. Was? Motte. Warum? Weil wir ständig diese Mistviecher haben bei uns. Wir haben keine Motten, wir haben so andere kleine Mistviecher manchmal in der Küche. Motten. Nein, richtige Motten, das ist was anderes. Die sind Lebensmittelmotten. Ja, aber ich rede nicht, das war eine andere Motte, das war eine große. Was für ein Anker? Hier gibt's keinen Anker. Warte, hier gibt's sicherlich einen Anker. Da ist einer. Hier gibt's keinen Anker. Hast du was wirklich ins Knie? Hast du das gerade zu mir gesagt? Ja, natürlich. Sag mal, was ist denn los? Kein Respekt mehr. Dann tun wir mal das Ding hier einpassen. So, so macht es die Bahn auch wieder immer. Wieder als Erinnerung. Wir sind kein Kinder. Oh, da ist die Truhe, siehst du? Haben wir da einen Hinweis bekommen? Nicht wirklich, gell? Dreh dir, weil es ist so, dass vier gleiche Bilder angezeigt werden. Ah, okay. Es verändert sich dann wieder, ne? Wenn wir eine andere drehen. Ich muss nur gucken. Wovon gibt es wirklich vier Bilder? Ja, von dem. Ah, nee, nein, der Schwanz ist anders, der Schweif. Ja. Beim Pferd heißt der Schweif, Entschuldigung. Ach so. Ah ja, genau. Ja. Ha. Nicht, dass ich dann von den Pferdefans gelünscht werde, weil ich hier Schwanz sage. Ja. Ein Schwanz so unartig. Oh Gott. Ganz schraff so hier ist einfach. Hallo, ich möchte... Beruhige dich mal. Was ist denn das hier eigentlich? Was heißt, du bist so klein? Ich weiß auch nicht, was sie für ein Problem hat. Als ob kleine Frauen nicht irgendwas aus dem Weg tragen können. Ja. Haben auch keine Arme, ne? Elias. Ellis Büro oder Elias. Oh, Entschuldigung. Wenn ich sage, kannst du lesen, was auf die Dann heißt es Elias Büro, nicht Elias Büro. Bläh. Altenheim finde ich immer gut. Da blinkt die Kaffeemaschine. Nehmen wir uns ein Stückchen. Oh, der CD-Rohling, der macht illegale Raubkopien. Was ist nun passiert?
So, dann suche ich auch mal. So, den Käfer schon? Nee. Wo ist denn der Käfer? Holzstäbe sind hier. Das Geräusch irritiert mich, das immer wieder so ein Geräusch und das irritiert mich immer. Teetasse, klar. Hä? Geht nicht. Okay. Gut. Das ist eine Vase. Ägyptische Stadt. Ah, Teetasse ist hier. Ah ja. Sandwich. Sandwich habe ich noch keins gesehen. Ich hätte jetzt gern eins, aber. Ja, so ein Sandwich. Wir müssen danach essen, mache ich ja Hunger. Dinosaurier. Ankh-Kreuz. Ich hab das schon mal gehört, aber ich weiß nicht, wie es aussieht. Da unten ist der Dino. Was waren das eigentlich? Japanische Schriftzeichen aus. Hab da gar nicht drauf geachtet. Kann ich das Messer nehmen und jemanden abschlachten? Ich kenne da so ein paar Leute, die das gerne machen würde. Ach, ah, da ist das Sandwich. Ist das Zeichen hier? Ist das, auch das ist das Ankh-Kreuz. Okay. Jetzt muss man noch den Käfer finden. Wo ist denn der Käfer? Ich sehe hier eine Fliege, meint die das? Ach, das ist der Käfer. Ah, okay. Okay, dann ägyptische Statue. Ja. Ah, da hinten. Ach, und Gott. Jetzt brauchen wir noch Tinte. Tinte, ja. Tintenherz. Wahrscheinlich so ein Tintenfässchen. Ich weiß nicht, ob das da unter dem PC was sein soll. Hast du mir wieder voll Lust gemacht, dass ich dieses Buch lese in der Tinte? Entschuldigung. Ah, hier ist ein Tintending am PC. Mein Gott. Ich hab welchen haben wir denn? Holzstäbchen. So, Holzstäbchen. Damit? Oh, hier blinken so viele Sachen. Ich kann mich nicht entscheiden, das ist wie Weihnachten. Warum? Was soll ich denn mit diesen Kleidbügeln? Keine Ahnung. Vielleicht machen wir nachher eine Modeboutique auf. Die Leiter vorne. Oh, das ist Qual. Ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwo in Spielen. Sowas macht man natürlich nicht. Das hatten wir bei Baby. Sowas gibt es aber leider oft auch noch in der Realität. Manche Leute haben keine Ahnung, wie man Tiere hält. So. Rausschraffieren, oder? Könnte man doch. Ja, gut, ich kann es halt nicht einschwärzen. Ich habe jetzt keinen Bleistift oder so. Gut. Dann suchen wir halt vielleicht einen für später. Wofür brauche ich jetzt die Trittleiter? Um an irgendein höher gelegenes Regal wahrscheinlich später zu kommen. Am PC hin können wir nicht, da blinkt noch was. Denn am Drucker dahin blinkt es noch was. Ja, ich weiß, aber. Nee, da oben meine ich. Aber kann man nichts machen. Ne? Finden die Materialien für die Reibung. Was für die Reibung? Mhm. Wen sollen wir einreiben? Oder? Übrigens, die schönste Situation, wenn jemand dich was bittet und du darauf antwortest, ja klar, ich hole ihn gerne runter. Ist immer so ziemlich peinlich. Ja, ich wollte gerade sagen, gehen wir nochmal vielleicht an einen anderen Schauplatz. So, was? Räume den oberen. Oberen Flur frei. Ja, wie denn? Gehen wir mal hoch. Was haben wir denn im Inventar? Jetzt, genau, jetzt können wir die Trittleiter nehmen. So geil, Alter. Als hätte ich die Dinger nicht von vorne nehmen können und nach hinten abtragen. Ein Pinguin. Und ein Pinguin. Suche nach Spuren von Mr. Topper. Ja. Mit ein wenig Licht. Ja, mein Mädel, dann mach halt das verdammte Licht an. Haben wir kein Licht, oder? Zünden die Kerze an. Ich ja, Feuerzeug hast du da also, vorne. Und da auf dem Nachttisch steht, auf dem Tischchen steht eine Kerze. Boah, ist es hell. Leck mich am Arsch. Droben leuchten die Sterne. Da hinten ist eine Truhe, die können wir mal aufmachen. Mit Hilfe der Kerze etwas herstellen. Du willst ja denn herstellen. So. Okay. Weil man kann ja dann was schwarz machen. Versteht ihr, was ich meine? Und damit kann man dann einschwärzen. Hm. Jetzt habe ich nämlich Kohlestäbchen. Kohlestäbchen. Professionelle, ja, okay. Kleine Profilerin. Ja, natürlich. Ist mir das Wort beinahe nicht mehr eingefallen. So. Ich glaube, ich kann jetzt ein bisschen mehr ausdrücken. Ja, dann. Yes. Oh, finde, was ist denn da?
Ist das jetzt Englisch oder? Ja, das denke ich mir auch. Oder nicht? Ist das jetzt Englisch? Privat könnte das erste sein, oder? Privatpension? Ne, das ist schon Deutsch. Okay. Privat. Privatpension. Pension. Und vielleicht? Unter. Unter. Unterhalt. Andern. Ne, das passt nicht. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine Nummer. Das eine heißt bestimmt. Nein, da uns können wir ja nicht machen. Red. Das Lane. Ist doch Englisch. Natürlich, ist doch Englisch, ja. Road. For two. Wenn ich es falsch ausspreche, I'm sorry. Fortune heißt es, glaube ich. Fortune Lake, oder? Ja. Nee. Passt nicht? Nein. Das passt aber auch nicht. New. Ich glaube, oben ist eine Feder drin, oder? Das ist, heißt aber nicht Lake. Ah! So. Ja, irgendwie. Nee. Ah, Pine, Red Pine Road. Pine Road. Okay, Pine okay, Road. Okay. Fortune Lake, New. Under. New York. Keine Ahnung. New York. Aber das. Under. Underhill. Ah! Underhill, okay. Private Pension. Ja, okay. Dann nicht. Ja. Na, danke, du bist ein Engel. So, für alle. Wenn ich es Englisch falsch ausgesprochen habe, sorry. Ach ja, ich bin mein Englisch, Gott. Wir sind doch alle nicht perfekt, das ist doch scheißegal. Ich finde es ja sowieso geil, dass die ein englisches Rätsel in ein deutsches Spiel machen. Ja. Vor allem, das ist eigentlich ein Kinderspiel. Ich meine, nicht jeder Sechsjährige lernt gerade Englisch. Also. Huch, da war sie ja. Suche nach dem Geist. Hallo! Komm raus, Geist, komm raus. Und deswegen muss ich jetzt Gott spielen und das hier wegschneiden, oder was? Da ist du. Da ist du, ja, genau. Okay. Da bist du. Ah, Gott. Aber. Ein neuer Schauplatz. Wahrscheinlich. Hier gibt es vier nützliche Gegenstände. Ja, einen haben wir. Im Baum hängt was, hier unten. Das ist bestimmt was. Gute Frage, was der hier macht. Genau, das ist ein Baum. Das ist ja auch so eine Flöte oder sowas. Ach, das kann man nicht nehmen, okay. Das sieht so auffällig aus, finde ich. Was haben wir denn hier? Ein Kleiderbügel natürlich und ein Besen. Na, hier ist noch eine Säge, glaube ich, schon mal. Oh, das beruhigt mich gerade total. Also ich muss sagen, ich glaube, wir sind von der Zeit her schon lange. Ja, eigentlich lange schon. Ist das ein Cupcake? Oh, den können wir nicht an. Hannes denkt auch nur ins Essen. Diesen Schlüsselbund hier brauchen wir den. Kanarienvogel, ich suche gerade den Kanarienvogel. Okay, ich lese mal lieber was. Kiwi, ja, Kiwi ist da. Klar. Entschuldigung. Eine Pen. Was ist eine Pen? Einfach. Die Maus ist halt lustig, ja. Ein Eimer, ja, da sitzt mindestens einer gerade hier vom Bildschirm. So. Hä? Ah, da oben ist ein Eimer bei einem Wassermelon. Entschuldigung. Was hast du gemacht? Zu oft geklickt. Bitte. Du sollst nicht wild klicken, du sollst lesen, was da unten steht. Ich mache auch manchmal nicht. Jetzt traue ich mich nicht zum Anzuklicken. Kann. Welche Trommelstöcke eigentlich? Ich sehe hier keine. Was ist denn eigentlich mit diesem Schlüssel? Ölkanne. Ich weiß auch nicht. Ist hier unten? Ah, da oben. Oder? Nee. Nee, das war nur was. Ist hier unten irgendwas mit einer Ölkanne? Ich weiß, das erkennt man so schlecht. Ja. Ah, okay. Und jetzt Trommelstöcke. Was ist denn ein Trommelstöcker? Trommelstöcke!
Ach so, Stöcke. Zum Trommeln. Ich habe noch ein R hinten dran getextet. Warte mal, wo sind die denn? Wo gucken wir so ein paar Stückchen raus? So ein paar Drumsticks. Ah, da oben vor der Kiste liegen sie. Hier. Ah. Gut getarnt, die kleinen Wichte. Ja. Was soll ich jetzt bekommen? Aha. Handvoll okay. Nix. Ist hier noch ein nützlicher Gegenstand? Ist hier noch. Ah ja, ich sehe schon. Was ist das? Ah, wieder eine so ein Sicherung. Ding. Ja gut, Leute. So, dann machen wir hier jetzt Feierabend. Dann haben wir wieder ein gutes Video hier hoffentlich produziert, was euch Spaß gemacht hat. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, unterstützt uns damit, schreibt uns auch gerne Kommentare. Lob, Kritik, Anregungen ist immer gerne gesehen bzw. gelesen. Und ja, wenn ihr sonst noch irgendwelche Wünsche, Anregungen habt, wie auch immer uns euer schlechten Tag schildern möchte, dann könnt ihr uns das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja, warum nicht? Ein bisschen Mitleid. Und ja, dann würden wir uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und macht euch ja noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.